Auch wenn das Wetter zwischen Erkenbrechtsweiler und Hülben nicht direkt zum Wandern einlud, sorgte Tourismusminister Guido Wolf mit seinem Erscheinen, zumindest im übertragenen Sinne, für ein wenig Sonnenschein. Denn er hatte den Partnern des Projekts Wanderkonzeption Mittlere Alb, Albtrauf und Biosphärengebiet Schwäbische Alb etwas mitgebracht. Einen Förderbescheid in Höhe von rund 230.000 Euro. Das Geld fließt in die Beschilderung, Zertifizierung und Möblierung von 21 Prädikatswanderwegen in den Landkreisen Reutlingen und Esslingen, damit sich Besucher und Einheimische künftig auch bei Nebel nicht verlaufen.